Menschen. Herzlich willkommen zur heutigen Carte Blanche. Und der Film, um den es heute Abend geht, ist Ein Prophet von Jacques Audiard aus dem Jahre 2009. In der Hauptrolle Taha Rahim. Mit Taha habe ich den Film The Cut gemacht, nachdem ich Ein Prophet gesehen habe. Wir sind Freunde geworden während der Dreharbeiten und ohne diesen Film hätte es unsere Freundschaft nie gegeben. Taha ist ein hervorragender Schauspieler. Er trägt den Film eigentlich ganz alleine. Es ist sein erster großer Film, in dem er eine Hauptrolle spielt. Und der Film war sehr besonders für mich, weil die Gangster eben in diesem Film keine Italiener sind oder keine Türken sind, sondern es sind halt aus dem MENA-Raum, also arabischstämmige Franzosen. Die Vaterfiguren in den Filmen von Jacques Audiard sind immer Figuren, an denen er sich abgearbeitet hat. Und auch hier geht es um den fehlenden Vater und der falsche Vater, von dem sich der Held befreien muss. Ein sehr ungewöhnlicher Film, ein für mich sehr inspirierender Film und ich wünsche euch viel Spaß mit Un Prophet von Jacques Audiard mit Taha Rahim. Und Cut!